Hallo und herzlich willkommen hier bei den wertvollsten Yu-Gi-Oh! Karten der Welt. Bleibt bis zum Ende dran und vielleicht seid ihr ein paar Euro reicher geworden, wenn ihr euch das Video bis zum Ende anseht. Und wir fangen gleich an mit der unwertvollsten Karte aus dieser Serie. Deswegen, es wurde von euch gewünscht, dass ich das Ganze immer preissteigernd mache. Und das macht meiner Meinung nach auch mehr Sinn. Erstmal danke für den Kommentar und weitere Kommentare bitte unten und Vorschläge für die nächsten Yu-Gi-Oh! Karten. Wir fangen an mit dem rotäugigen Leuchtfeuerdrache bzw. Metalldrache aus dem Clash of Rebellions Pack. Und diese Karte ist echt der Hammer, weil wir haben hier eine super Exit-Karte, die sieht richtig cool aus. Wir brauchen zwei Monster Stufe 7 als Exit-Material-Monster. Und diese Karte kann nicht durch Karteneffekte zerstört werden, solange sie Exit-Material hat. Solange diese Karte Exit-Material hat, jedes Mal, wenn dein Gegner eine Karte oder einen Effekt aktiviert, füge ihm 500 Schadenspunkte zu, sofort nachdem sie oder er aufgelöst wurde. Und einmal pro Spielzug während des Spielzugs eines beliebigen Spielers kannst du ein Exit-Material von dieser Karte abhängen und dann ein normales rotäugiges Monster in deinem Friedhof wählen und das dann specialen. Also diese Karte ist auf jeden Fall sehr, sehr stark in einem rotäugigen Deck. Ich finde es auch richtig cool, dass diese Rotaugen oder rotäugigen Monster wieder richtig im Kommen sind. Gerade auch durch solche Karten wird es richtig gepusht und das finde ich echt nice von Konami. Was könnt ihr für Preise erzielen? Das Ganze ist natürlich in High Rarity und zwar Ghost Rare für circa 20 bis 25 Euro für euch, ja, machbar oder drinne. Und deswegen hat sie es hier geschafft in die wertvollsten Yu-Gi-Oh! Karten der Welt. Die zweite Karte ist eine Pendelkarte und zwar heißt sie Erzunterweltler Echsentrick. Und diese Karte kommt ebenfalls aus Clash of Rebellions, sieht ein bisschen tricky aus, irgendwie so komisch, so feenartig. Aber auch die Karte hat es sehr drauf. Sie ist erstmal von Rang 7, das ist ja bei Pendelmonstern eh nicht so schlecht. Und der Pendeleffekt heißt, du kannst eine andere Zauberfallenkarte auf dem Spielfeld wählen. Zerstöre sowohl sie als auch diese Karte. Du kannst diesen Effekt von Erzunterwelt der Echsentrick nur einmal pro Spielzug verwenden. Das heißt, hier haben wir sowas, ja, wie mystischer Raumtaifun als Monster und der Monster-Effekt besagt selbst, du kannst diese Karte als Tribut anbieten und dann ein Monster auf dem Spielfeld wählen, zerstöre es, du kannst diesen Effekt von Erzunterwelt der Echsentrick nur einmal pro Spielzug verwenden. Also hier kommt so ein bisschen dieses Truppen im Exil-Feeling hoch und das macht die Karte auch zu einer der wertvollsten Yu-Gi-Oh! Karten, denn dafür könnt ihr stolze 30 bis 35 Euro machen und das ist echt heftig. Und heute der Platz Nummer 1. Es handelt sich um eine weibliche Yu-Gi-Oh! Karte, nämlich um das Cosmo-Bauernmädchen. Erstmal große Props dafür, für diesen kreativen Namen. Und was macht die Karte so besonders? Weil wir haben ja hier endlich mal wieder ein normales Effektmonster, nichts Besonderes, aber der Effekt hat es auch wirklich in sich. Erstmal die Werte ATK 1500, Defense 1000, 3 Sterne und Lichtmonster. Also Lichtmonster ist schon mal ein erster Vorteil, man kann es also in sehr vielen Decks auch einsetzen und kann einige Fallen- und Zauberkarten mit ihr verwenden. Das Ganze hat folgenden Effekt: Während des Spielzugs eines beliebigen Spielers kannst du diese Karte verbannen und dann beschwörst du ein Cosmo-Monster Stufe 4 oder höher als Spezialbeschwörung von deiner Hand. Du kannst diesen Effekt von Cosmo-Bauernmädchen nur einmal pro Spielzug verwenden und wenn diese Karte deinem Gegner Kampfschaden zufügt, du kannst 500 Life Points zahlen, füge deiner Hand ein Cosmo-Karte oder eine Cosmo-Karte von deinem Deck hinzu. Das heißt, das Ganze wird hier auf das Themendeck Cosmo natürlich zuspielen und der Effekt ist eben so genial, weil es natürlich sehr viele starke Cosmo-Monster mit über 4 Sternen gibt und es heißt eben nicht 4 oder weniger Sterne oder Stufen, sondern eben 4 oder höher, ne? Und das ist natürlich von dem Effekt her richtig geil, weil man so sich einfach mal ein paar starke Monster holen kann und außerdem habt ihr eben auch noch die Möglichkeit mit dieser Karte richtig abzusearchen und das macht die Karte hier zum Platz Nummer 1. Was könnt ihr dafür natürlich bekommen? Übrigens Typ C ist ja auch wieder hier angesagt, ne, in letzter Zeit. Für diese Karte, haltet euch fest, könnt ihr einen Preis erzielen von 45 bis 70 Euro, je nach Marktlage. Und damit beenden wir das Video auch gleich hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht eure Vorschläge. Ich bin für alles offen, für weitere Karten, die hier in der Serie aufgenommen werden sollen. Das war's mit mir. Macht's gut. Euer Frischi Toastbrot. Ciao.